Einige von unseren Besucherinnen und Besuchern haben sich sicher auch schon mal gefragt, ob unsere Zebras eigentlich schwarze Streifen haben auf weißem Grund oder weiße Streifen auf schwarzem Grund. Aus biologischer Sicht ist das relativ einfach zu erklären. Es ist nämlich so, dass Zebras weiße Streifen haben auf schwarzem Grund. Es ist nämlich so, dass ein Fötus noch komplett schwarz ist und erst mit der Zeit sich dann die weißen Streifen entwickeln. Warum aber Zebras grundsätzlich so schwarz-weiße Muster haben, das ist bis jetzt noch nicht ganz klar. Die beste Idee, eigentlich, die man jetzt hat, ist, dass es ein bisschen als Insektenschutz wirkt. Es hat sich nämlich in einem Experiment gezeigt, dass Insekten viel grössere Probleme haben, wenn sie ein schwarz-weiß Muster anfliegen. Das heisst, das tut sie verwirren und dann können sie nicht so gut landen, wie wenn sie eine einheitliche Farbe haben. Und so kann man sagen, dass das Schwarz-Weiß-Muster bei unseren Zebras als Insektenschutz gilt.